So, sehr schön. Schiebeschiene ist. Hallo. Heute mal nicht aus dem Garten, sondern von einer, nennen wir erstmal Baustelle. Das war mal hier eine alte Garage. Autos passen hier nicht mehr rein, die sind alle zu groß geworden. Mit dem Corsa habe ich hier noch reingepasst, konnte ich gerade noch so aussteigen. Aber Autos passen hier nicht mehr rein. Ich komme auch durch die Einfahrt nicht durch. Die ist zu schmal. Deswegen baue ich mir dieses Ding jetzt um als Werkstatt und hier hinter ist noch mein Imkerraum. Den brauchte ich ja, da brauchte ich ja auch einen Platz dafür. Deswegen dachte ich so, gut, eine Seite Imkerraum, andere Seite kann ich mir eine schöne Werkstatt einrichten. Aber bevor ich im Imkerraum jetzt hinten weitermachen kann, der ja voll mit Imkerzeug ist, dachte ich mir, mache ich jetzt erstmal die Werkstatt fertig, dass ich hier schon ein bisschen einrichten kann und dieser Kram, der jetzt im Imkerraum steht, dass ich den erstmal dann hier zwischenlagern kann und in Ruhe dann den Imkerraum weitermachen kann. Aber bevor es jetzt hier mit dieser Wand schließen losgeht, gibt es einen kleinen Einspieler, wie diese ganze Sache hier vorher aussah und wie das bis jetzt soweit entstanden ist. Also bleibt dran und viel Spaß beim kurzen Einspieler gucken. In der Zeit schiebe ich schon mal die Tischkreissäge raus. Also bis gleich. Man sollte die Bremsen lösen. Da an die Wand ja hier eine French Cleat Wand ran soll, das heißt, es ist so eine, ja, hier kommen ganz viele solche Leisten ran, die hinten einen Winkel haben und dann kann man mit einem Gegenstück diese andere Leiste hinten einhängen mit einer Holzplatte davor und Sachen ranhängen wie einen Schraubenhalter, Schraubendreherhalter, Zangenhalter oder sonst irgendwie Sachen, die man kann man hier ranhängen. Das sind ganz viele Leisten. Wenn ich ein Bild finde, blende ich es mal kurz ein. Und wenn ich jetzt hier eine Rigipsplatte ranmachen würde, müsste ich diese ganzen Leisten, die hier rankommen würden, alle mit irgendwelchen Rigipsdübeln befestigen. Und ehrlich gesagt habe ich darauf keine Lust. Deswegen würde ich gerne hier eine Holzplatte vorschrauben. Und da ich aber diese USB-Platten hier nicht mag, weil die auch so komisch, ja, von der Struktur her so komisch geriffelt sind, die mag ich überhaupt nicht. Und wenn man die streicht, dann sieht es auch so komisch geriffelt aus und uneben aus, also wie so eine USB-Optik. Dachte ich mir nämlich, diese anderen Platten, diese hier, die sind so schön glatt, die kann man auch schön streichen und dann hat man einen richtig schönen glatten Untergrund. Und diese Kante hier, gut, da ist dann wahrscheinlich eine Leiste drüber oder sonst irgendwas, das stört mich nicht weiter. Wie gesagt, die wollte ich dann streichen und die Leisten dann auch, aber dazu gibt es dann später mehr. So, jetzt kommen erstmal die Platten heran. Bevor wir jetzt aber anfangen, hier die Platten gegenzuschrauben, hatte ich mir noch eine Sache überlegt. Die Rigipsplatten hier zum Beispiel, die muss man ja so hochkant anschrauben, dass diese Verstöße nicht irgendwo mitten in der Luft hängen, sondern gut verschraubt werden können. Und bei den Platten gibt es da Nut und Feder, die kann man übereinander stellen. Die würde ich gerne so anschrauben, also waagerecht anschrauben, weil folgender Grund, wie ihr hier hinten seht, habe ich mir vorher diesmal keine Gedanken gemacht. Deswegen ist hier so ein kleines Stück Rigips hinten übrig geblieben, so 5 cm Streifen. Und der Sache würde ich vorher entgegenwirken. Deswegen
messen wir einmal kurz nach oben und nach unten, wie weit wir mit den Platten hinkommen, dass wir dann zur Not das ein bisschen anpassen können, nicht dass oben wieder so ein kleiner Streifen entsteht. Deswegen messen wir uns mal kurz aus, wie weit wir nach oben kommen. Machen wir bei Fliesen zum Beispiel auch. Also, okay, 60,5 cm ist die Platte. 60,5 einmal. Ups, bleib hier. Einmal, 60,5 dreimal und 60,5 viermal. Und ihr seht, oben ist jetzt ein kleiner Spalt übrig von 2-3 cm. Und was soll ich sagen? Geil, ich brauche überhaupt nicht in der Querachse schneiden. Also können wir einfach, da oben kommt dann die Decke noch so ein bisschen abgehangen wahrscheinlich oder nicht. Und in der Werkstatt ist mir da oben ein kleiner Spalt völlig egal, deswegen können wir die Platten jetzt einfach so anschrauben. Yes! Aber eine Sache noch, in der Querachse sollten wir auch messen. 2,5 Meter. Wundervoll. 2,5 Meter ist genau in der Mitte, bleiben noch gute 40 cm nach hinten frei. Also können wir beruhigt, entspannt anfangen, hier mit der ersten Platte gegen Schrauben. Bei den Platten habe ich mich für eine Stärke entschieden von 13 mm. Ich denke, man sollte ausreichen. Die Rigelsplatten sind auch 12 mm. Und wenn ich überlege, was ich da an so eine Platte alles ranhängen kann, denke man sollten die 13 mm in der Holzplatte definitiv völlig komplett ausreichen, weil die Last zieht ja nach unten und drückt ja nicht nach hinten rein. Und außerdem kommen ja noch Holzleisten ganz viele rauf, also denke ich, man sollte für die Wand komplett völlig ausreichen. Gut, da ich von da drüben anfange, brauche ich mir die Kante hier oben nicht absägen, die kommt auf Stoß an die Wand dran. Unten die Kante ist auch eine gerade Kante, also die Federkanten, die kommen immer an die Wand bzw. an die Bodenseite und die Nut kommt nach oben. Somit brauche ich jetzt erstmal nichts abschneiden, kann die Platte gleich an die Wand. Puh. Da ja Holz sich so ein bisschen bewegt, wenn es warm, kalt wird, feucht wird etc., sollte die Platte nicht direkt auf dem Boden stehen. Deswegen so einen kleinen Abstandshalter. Ich nehme mal gerne Eisstiele, die machen sich ganz gut dafür. Einfach runtergelegt, dann habt ihr so 3-2 mm Platz nach unten. Andere Seite auch nochmal. Und dann kann die Platte eigentlich schon ran. Einmal kurz gucken mit der Wasserwaage. Ja, sieht wundervoll gerade aus. Dann könnte man die jetzt direkt an die Wand anschrauben. Aber nein, bei den Rigelsplatten ist ja der Vorteil, wenn ihr da eine Schraube durchjagt, müsst ihr noch ins Metall rein. Ihr seht es gar nicht. Müsst ihr ja noch hier ins Metall rein. Und die Schraube dreht sich ja durch die Rigelsplatte, verknüppelt ja, wird das Loch ja größer. Passiert bei der Holzplatte nicht. Da ist die Schraube dann drinnen fest und dreht sich nicht weiter. Deswegen müssen wir bei den Holzplatten vorbohren, damit wir dann in das Metall reinkommen. Deswegen einmal vorbohren mit einem... Ich habe mich jetzt für einen Metallbohrer für eine Holzplatte entschieden. Der Grund ist dafür, dass wenn ich durchkomme und ich mit dem Holzbohrer durchkomme, ich aus Metallbohr und mir dann den Holzbohrer kaputt mache. Deshalb habe ich mich gleich für einen Metallbohrer entschieden. Und jo, flipp, einmal durch, würde ich sagen. So. Schrauber und Schrauben fehlen noch. Gut. Stehen bleiben. Ist der Vorteil, wenn man zwei Akkuschrauber hat oder wenn nicht, eine Bohrmaschine, dann braucht man nicht jedes Mal Bohrer umspannen und den Bit umspannen. So, dann gucken wir mal, dass wir hier an der Seite auch einen kleinen Abstand haben. Hier war das natürlich ein bisschen schiefer, aber nicht schlimm, da kommt eine schöne Holzleiste gegen oder hier an die Wand kommt noch eine French Street Wand. Ich weiß es noch nicht genau, was ich an der Wand mache, deswegen ist mir das an der Seite egal. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal die erste Schraube rein. Ich sehe, Schrauben versenken leider nicht richtig. Müssen wir noch ein bisschen mit dem Senker arbeiten. Aber erstmal bohren wir die ganzen Löcher vor. Da macht sich ganz gut.
Entweder ihr müsst jetzt mit der Wasserwaage hier einen Strich machen, runter, oder nehmt euch, wer hat so einen geilen Laser, dann habt man den Strich gleich gerade an der Wand. So, gucken, ob es mit dem Senker besser geht, aber ich denke mal, es sollte besser funktionieren. Ein Träumchen. Jetzt haben wir den ersten Teil der Platte hier dran. Jetzt kommen wir zum ersten Schnitt. Wir messen einmal oben. Einmal oben, einmal unten. Einmal oben und einmal unten aus. Gucken, ob die Wand gerade ist. Was ich hoffe. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Haben wir halt einen schrägen Schnitt. So, unten haben wir 43,2 und oben haben wir auch 43,2 und auch hier ein kleines bisschen Luft an der. Ja, los. Toll. Okay, egal. Ja. Gehst du? Jetzt hängt es da rum. Egal, okay. Lass ein bisschen Platz zur Wand, wieder so 4 mm. Und dann können wir schon mal einen ersten Schnitt machen. Und ich versuche jetzt dabei mal das Ding da hinten abzukriegen. So, jetzt achtet drauf, dass ihr auch die richtige Seite abschneidet, zwecks Nut und Feder. Die Führungsschiene ist ausgerichtet, liegt jetzt in einem rechten Winkel dazu. Ich hätte mir auch zwei Striche machen können, die dann ausrichten können, aber mit dem Winkel geht es ganz gut, weil ich weiß, die soll rechtwinklig sein. Wer keine Führungsschiene hat, macht sich einen geraden Strich und fährt mit der Handkreissäge oder mit der Stichsäge daran lang. Bei der Handkreissäge legt euch am besten zwei Hölzer drunter, die Abfallholz sind. Nicht, dass wenn ihr jetzt hier die Platte absägt, seid am Ende hinten angekommen. Nicht, dass dieses Reststück oder das andere Stück einfach abknickt und ihr euch die Platte dadurch kaputt macht. Deswegen legt was drunter. Ich habe hier ein altes von einem Bett, von einem Kinderbett, ein altes Lattenrost. Bietet sich ideal dafür an. Die Lattenabstände kann man dafür nutzen und dass die da drin eintauchen kann. Und wie immer, Sicherheit geht vor, zumindest für die Ohren. Also Gehörschutz auf und es kann losgehen. Oh, Hut wieder auf. Dann gucken wir mal, ob es passt.